Hallo? Ma'am? Geht es Ihnen gut? Hey, was fällt euch ein, einfach so in mein Haus zu kommen? Verschwindet! Wir haben doch keine bösen Absichten. Schweigt keinen gequirlten Mist, ihr seid genauso wie die anderen. Wen meint ihr denn mit den anderen? Ihr scheint wirklich keine Ahnung zu haben. Warum sollt ihr Menschen uns das nicht auf Anhieb glauben? Mein Name ist Bira. Vielleicht habt ihr schon von mir gehört. Die Menschen in Landgehen meiden mich, da sie mein Haustier nicht mögen. Haustier? Sein Name ist Hawky. Er ist ein Zombie. Ein Zombie? Ich spreche doch sehr deutlich. Ja, ein Zombie. Und ein ganz liebenswerter noch dazu. Vielleicht ein bisschen dumm, aber das macht mir nichts aus. Und wo ist euer Haustier? Das kann man nie so genau sagen. Vielleicht schnüffelt er gerade wieder unten in der Stadt herum oder er sitzt unter seinem Lieblingsbaum. Wo können wir diesen Baum finden? Geht von hier aus einfach etwas nach Osten. Dort könnt ihr dann schon von weitem die Steintreppe sehen. Diese geht ihr hinunter. Vielen Dank, wir werden uns Ihr Haustier hier mal genauer ansehen und töten. Nur zu, aber seid gewarnt. Solltet ihr ihm etwas tun, werde ich Fuchsteufelswild. Fox Devil Wild. Nur Unwichtiges und Gruftiges. Was, Grufti, ist in diesem Schrank? Ich muss sie da rausholen. Ziemlich zerkratzt. Ja, das Haus hat auf jeden Fall eine einzigartige Atmosphäre. Also im Vergleich jetzt zu den anderen Häusern, meine ich. Hi, ihr seht wichtig aus. Geht überhaupt mal, das stört mich nicht. Ich bin nicht befugt, euch Auskunft zu geben. Nein, nein. Tretet bitte zur Seite. Was wollt ihr? Eigentlich wollten wir nur vorbei. Vorbei, jetzt. Ihr belebt zu scherzen. Aber nicht doch, ich scherze nicht. Ich scherze nie. Soll das heißen, ihr wisst nicht, was gerade los ist? Auf Anordnung und der Gräfin dürfen nur Personen durchgelassen werden, die sich auf dem Ball einfinden werden. Nur Personen, die zum Ball gehen? Aber warum? Könnt ihr uns denn nicht einfach so nach Kremia lassen, guter Mann? Leider wird die jährliche Festlichkeit im Anwesen der Gräfin immer wieder von Räubern und anderem Gesindel ausgenutzt, um in die Stadt einzudringen. Und deshalb stehen wir ja hier und kontrollieren jeden. Und wie ich annehme, wird man sogar bis zur Burg der Gräfin gebracht, um sicherzugehen, dass man nicht in die Stadt eindringt. So ist es. Wenn ihr mich nun bitte wieder entschuldigen würdet, ich muss mich noch um das weitere Vorgehen kümmern. Wer seid ihr denn eigentlich? Man nennt mich Hauptmann Keisel. Ich bin zuständig für das Wohlergehen der Gräfin. Und sollte die Gräfin mich mal nicht brauchen, bin ich in der Wache. Die Wache findet ihr relativ weit östlich von Kremia. Morgen, wenn der ganze Spuk vorbei ist, werde ich mich wieder dorthin begeben können. Was macht ihr sonst so, wenn ihr nichts zu tun habt? Ich bin leidenschaftlicher Jäger, aber jetzt ist wohl kaum der richtige Zeitpunkt für solcherlei Unterhaltungen. Aber ich möchte noch mehr wissen. Wo gibt es einen anderen Weg? Das wird er mir bestimmt sagen. Glaubt ihr etwa, ich stehe hier nur zum Spaß? Einen anderen Weg gibt es selbstverständlich nicht. Und wenn, werde ich ihn bestimmt nicht verraten. Dürfen wir auch zum Ball? Wenn ihr eine Einladung besitzt, bestimmt. Dann müssen wir uns wahrscheinlich eine besorgen. Aber erstmal gehen wir uns den Zombie angucken. Yay! Zombie! Zombie? 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 Oh, darunter. Zombie! Wie hieß er? Ich weiß es nicht mehr. Blut! Und das heißt Holzhelm. Aber ich habe doch schon einen Helm-Holzhelm. Der ist doch viel besser. Nee, der ist genauso gut. Na dann. Zombie! Gleich, Zombie. Erstmal muss ich nach mehr Loot suchen. Oh! Oder nach Spinnen? Spinnenbomber greift an. What the fuck? Okay. Zünden wir ihn mit unserem Sonnenblitz an. Das ist eine gute Idee. Kann er wirklich explodieren? Ich habe gerade Angst. Ah! Sehr gut. Oh Mann. Ich liebe den Detailreichtum des Spiels. Sehr, sehr nice. Nein, bitte nicht. Nein. Oh Gott, sie leben beide noch. Beißkräfte. Nein. Ach. Mensch, Leute. Was macht ihr denn? Und wann habe ich das letzte Mal gespeichert? Ich weiß es nicht. Habe ich nicht gerade gespeichert beim Runtergehen? Ich bin mir nicht mehr sicher. Oh Gott.
explodiert ein bisschen nach. Au, au. Bitte stirb einfach. Nein. Komm schon. Ich kann das nicht ewig machen. Oh Gott. Jeder Kampf eine Herausforderung hier. Wie kann sie ewig nachexplodieren? Stop this! Oh, danke. Magietrank gefunden. Meine Güte nochmal, man muss echt aufpassen, wo man hier hingeht. Und speichern muss man. Okay. Na gut, dann reden wir mal mit Zombies. Du musst Horky sein, oder? Horky! Ja, das stimmt. Was wollt ihr? Wir möchten fragen, ob wir dir helfen können. Ja, das könnt ihr tatsächlich. Ich habe in Kremia, als ich gerade mal wieder die Mülltonnen durchschnüffelt habe, Aufsehen erregt. Einige der Menschen dort kamen mit Besen und Nudelhölzern bewaffnet auf mich zu, um mich zu vertreiben. Leider habe ich in der Eile meine Handpuppe in einer der Mülltonnen liegen lassen. Ihr Name ist Mrs. Gniffel. Ein Zombie hat seine Handpuppe namens Mrs. Gniffel in einer Mülltonne verloren, als er mit Besen und Nudelhölzern vertrieben wurde. Yep, fuck your life, Raphael. Fuck your life. Sag mal, soll das ein Witz sein? Nein, mein Herr, das ist mein voller Ernst. Werdet ihr euch darum kümmern? Na gut, wir werden die Augen offen halten. Nein. Ach, jetzt können wir ihn wieder nicht ausfragen. Was machst du da? Na gut. Wer bist du denn? Hallo, wollt ihr ein Kind? Was? Bitte was? Ich kann eure Abneigung verstehen, sie sind schon recht nervig. Was treibt euch her? Wer seid ihr? Mein Name ist Dorette Bieber. Eigentlich wollte ich Lehrerin werden, aber dann kamen die Kinder. Kind? Nein, verdammt! Na gut, was gibt's? Habt ihr denn keinen Mann? Mein Mann hat mich leider nach der Geburt des ersten Kindes verlassen, wo er das zweite kam, weiß ich nicht mehr. Ist einfach so aufgetaucht. Hallo, ich bin die kleine Vera. Wer bist du? Hallo, meine Kleine, mein Name ist... Ich darf nicht mit Fremden sprechen. Blödes Kind. Hallo, Onkel. Willst du mit mir Fangen spielen? Nicht wirklich. War das denn jetzt wirklich notwendig? Ja, das war es. Geht bitte nicht in unser Haus. Ich meine, Kind? Nein! Hier komme ich nicht durch. Oh, die Stadt, hier gibt's echt viel zu tun, ey. Wir müssen uns irgendwie eine Einladung besorgen. Halt! Na, ihr schaut mir aber nicht so aus, als ob ihr hier wohnen würdet. Wie kommt ihr darauf? Naja, ich sehe keinen Schlüsselbund an eurer Hose. Oh ja, gute Beobachtungsgabe. Waffe und Rüstung, mein Herr. Wenn ihr hier wohnt, braucht ihr sowas ganz bestimmt nie. Das glaube ich euch gerne, aber sagt mir bitte etwas zu Landgen. Tja, Landgen, weder in der Vergangenheit noch in geraumer Zukunft wird hier mal etwas Besonderes entstehen. Die meisten Leute, die hier wohnen, lieben Ruhe und Besinnlichkeit und man kann sagen, davon kann man in Landgen unendlich viel bekommen. Jo. Ich würde niemals von hier wegziehen können, es ist einfach so schön still. Sagt mir doch etwas zu eurer Person. Sehr gerne, mein Name ist Veriane Kirsche. Ursprünglich bin ich in Felsenfloh geboren, aber meine Eltern sind ziemlich früh umgezogen. Mittlerweile leben sie nicht mehr und ich wohne alleine. Manchmal gehe ich nach Kremia, um mich mit einigen Freunden zu treffen. Trotzdem fühle ich mich hier sauwohl. Landgen ist einfach Idylle pur. Okay. Was haben wir hier drin? Oh, eine voll berüstete Dame. Berüstete, nicht bebrüstete, bitte. Ist das dort, wo ihr herkommt, so üblich, einfach reinzukommen? Das mag euch wundern, aber es scheint komischerweise überall so üblich zu sein. Das kann ich mir kaum vorstellen, aber bitte, wer seid ihr? Übereifrige Reisende aus dem Norden, und ihr? Mein Name ist Roxanne Primadora. Ich war diejenige, die jahrelang dem Grafen Ziva gedient hat, und jetzt nach seinem Tod werde ich von der alten Schachtel entlassen. Gräfin Ziva, die alte Mumie, ich habe dem Grafen immer treuen Dienst erwiesen, und jetzt entlässt sie mich einfach. Also ich denke, dass, ihr euch rächen solltet. Ihr mit der Ziva reden solltet. Mit der blöden Kuh reden? Das geht doch sowieso bloß nachts. Am Tage lässt sie sich ja nirgends blicken. Außerdem hasse ich es, ihr ins Gesicht zu sehen. Da lief es mir immer eiskalt den Rücken runter. Na gut, heute Abend spreche ich mit ihr. Okay. Wir sehen uns dann auf dem Ball. Puppe.
wenn ich eine Einladung krieg. Aber mich lädt ja nie jemand ein. So, war ich denn jetzt nicht mittlerweile überall? Hier waren wir. Aber wir haben ja noch nicht wirklich Anhaltspunkte dafür, wie wir hier weiterkommen. Also die ist... Sicherlich fand er das wichtig, ich allerdings nicht. Und deshalb haben wir seine Muschelsammlung schließlich doch verkauft. Hirnblockade. Also, wahrscheinlich müssen wir dieses Haus oder etwas für den Zombie tun. Wie sieht's bei der Akupunktur aus? Ich hoffe, dass es helfen wird. Na, anscheinend nicht so gut. So, vielleicht nochmal mit ihr reden. Was wollt ihr hier? Wir haben draußen ihr entzückendes Haustier gefunden und wollten einfach mal bei seiner Herrin vorbeischauen. Erstaunlich. Dann seid ihr die Ersten, die nicht sofort die Flucht ergreifen. Wir sind trainiert. Naja, falls ihr etwas wünscht, kommt einfach hierher. Wir wollen wissen, ob wir euch helfen können. Mir helfen? Nein. Aber vielleicht hat Hoki etwas auf dem Herzen. Warum ihr alleine lebt? Ich lebe nicht alleine. Immerhin habe ich Hoki. Außerdem halten mich die Menschen hier alle für verrückt. Keiner möchte mit mir länger als eine Minute reden. Oh, die arme Frau. Dabei ist sie bloß blau im Gesicht. Ich meine, das ist doch völlig normal. Ich will zum Ball. Ich will auch zu den coolen Kids. Was wünscht ihr? Brecheisen, Brecheisen, Brecheisen. Das ist das, was mir jetzt gerade noch einfällt. Irgendwo ein Brecheisen herkriegen. Die Quest für den Zombie können wir noch nicht erledigen. Hier gibt es auch nichts. Nope, 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 nope. Halt, Leibeskontrolle, ein kleiner Scherz. Ihr seid ja schon drin. Da hast du mich aber erwischt. Hier geht's nicht durch. Da drüben leben nur die Bauern. Halt, was ist hier? Oho, lilanes Feuer. Magisches Feuer. Oder jemand hat irgendein Pulverchen reingeschmissen. Hier scheint bis vor ein paar Momenten noch jemand gerastet zu haben. Gruselig. Und gruselig bedeutet speichern. Hier geht's nicht lang. Ja, mir fällt sonst nichts ein, was ich noch tun könnte. Außer... Ja, kommt, wisst ihr was? Das mache ich jetzt einfach nochmal. Außer ich darf nicht mehr zurückgehen. Doch, ich darf zurückgehen. Wir stellen uns jetzt einfach nochmal den Mumien, weil, ja, wie gesagt, mir fällt sonst nichts ein. Vielleicht haben wir ein Brecheisen dabei. Und ganz gleich, ob wir diesen Kampf jetzt schaffen oder nicht, danach werde ich hier erstmal Schluss machen. Denn, wie gesagt, die Sonne geht mir heute auf den Keks. Und, ja. Na klar, lass kämpfen hier. Fla, fla, flum, ja genau. Oogie Boogie. So, mal wieder nicht geheilt. Ich bin der bestigste LPer im ganzen Land. Ja. Und du lässt mal deinen Sandstrahler stecken, junger Mann. Das ist pervers. So, senken wir erstmal ihren Shit. Ihren Shit! Und dann, ja. Den Magier auf jeden Fall. Magiere und Magierinnen halten normalerweise nicht so viel aus wie Krieger. Und ja, deshalb hoffe ich einfach mal, dass wir den relativ schnell down bekommen. Verschießt wie verrückt Sand. Bäh! Burn, Baby, burn. Ja, ja, die Schadenszahlen sehen auf jeden Fall schon viel besser aus als vorher. Also unsere, nicht deren. Deren sind ja fast schon lachhaft. Aber trotzdem könnte er sterben. Bitte? Nein? Finde ich nicht gut von dir? Ich glaube, darüber sollten wir reden. Lass dein Gebläse stecken! Was hat er an mich gepflanzt, den bösen Geist? Ist ja auch vollkommen egal. Schließlich ist er tot. Siegel und blind. Okay. Heilen wir erstmal eine Runde. Au.
Er hat Diabela geschlagen und sie konnte wieder sehen. Du bist ein Wunderheiler! Ein Wunderheiler! Ding, ding, di, di, di. So, Diabela macht echt ordentlichen Schaden. Liegt wahrscheinlich auch an Trick 17. Eine sehr nützliche Fähigkeit, die wird uns auch gute Dienste erweisen. Oh nein, er hat mich mit Sand bepustet. So, die ist auch tot. Okay, wir gewinnen den Kampf. Und ich weiß zwar nicht, warum wir hier ein Brecheisen finden sollten, aber ich hoffe es einfach mal. So, einmal bitte heilen. Frau Pyroarkus. Oder nur Arkus. Ist Pyro dein zweiter Vorname oder gehört er mit zum Nachnamen? Ich weiß es nicht. Aber wer nennt seine Tochter Pyro? I don't know. Vielleicht ist es auch nur ein Titel oder so. Ich habe keine Ahnung. Wie Koschi der Trottel Koschinski ist. Auch nur ein Titel. Tod. Gewonnen. Erfahrung. Taler. Trank der Urahnen 2. Oh Gott, das Sequel zu Trank der Urahnen. Endlich wissen wir, wie es ausgeht. Kann mir jemand erklären, warum die sich gerade hier aufgehalten haben? Wahrscheinlich hatten die ein Meeting. Ja? Na, hoppala. Hätte hier jemand einen Eingang vermutet? Nope. Und ich bin trotzdem verwirrt. Hier geht's wahrscheinlich. Hier geht's auch noch raus. Wie viel es hier zu entdecken gibt? Help! Wenn man die Felsen richtig deutet, ergibt alles auf einmal Sinn. Die alte Zivilisation scheint sich also tatsächlich etwas dabei gedacht zu haben. Sie waren also doch nicht nur darauf aus, dass jede Form von Leben hier zwischen den beiden Felsen vernichtet wird. Okay. Ich habe das Rätsel gelöst. Als vollwertigen Wissenschaftler hat man mich nie anerkannt. Aber nun sollen Sie sehen, dass ich es geschafft habe, das Geheimnis der Steppenfelsen zu erkennen. Eigentlich ist es ganz einfach, wenn man nur alles so tut, wie die Felsen es wollen. Die Felsen, sie sprechen zu mir! Allein die Analyse des Gesteins hat mich drei Stunden gekostet. Zwei Ornamente ein. Ich suche gerade Zettel und Stift nebenher und ich finde hier nichts. Warum habe ich sowas nicht? Ja, hier ist ein Stift. Kleinen Moment einmal. Und hier haben wir einen Zettel. Ist ja alles da hier im Hause Koschi, nicht wahr? Ist ja alles irgendwo verstreut. Das Genie beherrscht das Chaos. Nein! Fuck, was war das? Klingt komisch, warum schreibt er so belanglosen Kram auf nur 2, 3 oder 50 Tage? Und sandig? Ich kann es nochmal lesen. Okay. Also. Die Gräfin und die Spinne. Wüstenrätsel, damit ich das beim nächsten Mal noch weiß, denn wir beenden ja gleich die Aufnahme. Also, 3 unterstrichen Stunden, 2 Ornamente, 2 unterstrichen und das O unterstrichen, was wahrscheinlich eine 0 sein soll. Habe ich gefunden, kann sie aber nicht deuten, nachdem ich einen sandigen Tag pausierte. Ein sandiger Tag. Vielleicht ist ja sandig auch wichtig, weil, keine Ahnung, Raphael hat es erwähnt, also schreibe ich es mir lieber auf. Musste, einen sandigen Tag pausieren musste, war mir klar, dass ich es endlich geschafft hatte. Okay. Geht's hier irgendwo hin? Es pfeift ein ziemlich starker Wind um die Ohren. Ich habe mal irgendwo gelesen, dass es eine frühe Zivilisation hier gehaust haben soll. Zum Schutz der Gräber der verstorbenen Könige belegten die Felsenwände mit einem Fluch. Angeblich zerschmetterten die Felsen jeden Eindringling. Zerschmettern? Das klingt nicht gut. Und das klingt so, als sollte ich die Aufnahme hier beenden, wie schon angekündigt. Und als solltet ihr das nächste Mal wieder einschalten, wenn wir dieses Rätsel hoffentlich lösen. Die Hinweise dafür haben wir ja. Und wenn wir, ja, hoffentlich zum Ball der coolen Kids eingeladen werden. Das ist unser größtes Problem gerade, ja? Die Welt steht vorm Abgrund, die Spinnen erobern die Welt und wir werden nicht zum Prom eingeladen. Na, supi. Ich hoffe, ihr seid das nächste Mal wieder dabei und hattet bei diesen Aufnahmen Spaß. Bei Let's Play, die Gräfin und die Spinne, einem unglaublich tollen Spiel mit einem unverwechselbaren Witz, den ich einfach nur toll finde.
Bis zum nächsten Mal, euer Koshi, und schaut doch auch auf meinen neuen Zweitkanal zusammen mit Dero vorbei, wenn ihr Bock habt. Link in der Videobeschreibung, in allen Videobeschreibungen ab sofort und auch in der Kanalbox und überall. Ihr könnt den eigentlich nicht verfehlen, ein Video dazu gibt's auch. Also schaut einfach vorbei, wenn ihr daran Interesse habt. Und ja, dann würde ich sagen, wir sehen uns hier oder dort oder irgendwo anders. Bis dahin, wir singen!